Einen wunderschönen guten Morgen. Der Tag fängt toll an heute. Warum fängt er gut an? Weil Alkai bei Bobanne ist. Der spielt mit dem leeren Milchbeutel, Milchflasche, keine Ahnung. Alkai läuft schon und seitdem er läuft, ist bei uns nichts mehr sicher. Nichts mehr. Da, was willst du? Der will Trauben. Trauben? Der weiß genau, was er will. Da, nimm eine Traube, aber gib mir deinen Schnuller dafür. Guck mal, wie der läuft. Ja. Langsam, langsam, komm. Komm. Ja, super. Ja, 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 ja. Ich meinte das. Und dann, wohin? Wohin? Gleich mal zu den Kartons, was bei uns im Wohnzimmer rumliegt. Seit 3 Tagen. 4 Tagen, muss ich ehrlich gestehen. Es wartet auf den Cihan, dass er die Kartons in die Garage bringt. Ja, muss ja nicht alles ich machen. Ja, seine Aufgabe. Ich könnte die jetzt nehmen, das dauert 3 Minuten, raustun, aber nö. Ich lasse die einfach stehen, weil das einfach seine Aufgabe ist. Der geht schon wieder in die Küche und wieder will wieder Trauben. Aber meine Schubladen lasse ich in Ruhe. Nein, 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 das ist gefährlich, schau mal. Alter, das ist gefährlich. Naja, tun wir mal das raus, was gefährlich ist. Dass er ein bisschen seinen Spaß hat, oder? Was? Ja? Der sagt dann auch, was er tut. Er erzählt halt. Ach Gott. Ja? Er erzählt jetzt, dass er seine Traube hier hat reinfallen lassen. Was hast du gemacht? Oh mein Gott, Altai. Putz mal. Sil, was hast du da gemacht? Sil, tu mal hier putzen, hier. Altai ist heute bei Bobanne. Also ich sag jetzt nicht Oma, bei uns sagt man ja Bobanne. Was macht der? Oh mein Gott. Du erbst dir Milés Spielzeuge. Du kleine Erbe. Da geh mal darüber auf den Teppich, nicht auf den Laminat. Das ist so unmöglich. Der setzt seinen eigenen Kopf zu. Jetzt nimmt das mit. Ach, pass auf, da sind Treppen. Wo willst du hin? Wo willst du hin? Unmöglich. Unmöglich. Oh, mein Wäschekorb ist voll. Unsere Routine. Wir gehen immer raus mit Altai, holen uns eine Breze, Semmeln. Ja, da war eine Freundin von mir, mit der haben wir uns unterhalten und die ist jetzt weg. So, jetzt tun wir ein bisschen hier rumschauen mit Altai. Geh draußen ein bisschen spazieren. Ja, schau mal, was machen die da? Oh, die haben Schaum im Gesicht, Altai. Sag mal, Halla. Halla, ja? Halla, Mille. Tante heißt es. Wer ist da? Hallo, Altai. Hier bin ich. Guckst du? Ja. Ach, was ist das? Jetzt ist ein Wärmekuscheltier. Guck mal. Oh, er liebt Kuscheln. Ach, nicht in den Mund. Küssen, ja? Ja, er will so küssen. Okay. Tu mal wieder zurück, weil wir das nicht brauchen. Wir haben so viele Kuscheltiere. Ja, ich weiß. Aber wir haben so viele. Okay, also, jetzt machen wir noch einen Rundgang durch Müller. Geh? Müller. Die Mütze. Spielzeuge anschauen. Der macht Musik, gell? Ja? Der macht Musik. Das Gleiche. Aber Alter, du hast so viel Spielzeug, das Musik macht. Schauen wir mal, was er noch macht. Hör auf. Der hört nicht mehr auf. Der hört gar nicht auf. Heavy. Alter ist Lieblingsspielzeug geworden. Ja, die ist süß, gell? Jetzt weiß ich den Namen nicht mehr. Das hat Millet gespielt. Was steht hier? Ach, das ist ein Hatschimmel. Ein Hatschimmel ist das. Hatschimmel. Egal. Ja, jetzt weiß ich's. Millet hat hier sehr viel mit dem gespielt, gell? Damals gab es doch diese ganz großen Eier und so weiter. Hatschimmel-Eier. Ja. So, und Bobanne, zeig mal schnell, was wir so gekauft haben. Ach, du magst auch mitgehen? Ja, also geh mit, komm. Wir gehen zusammen in die Küche. Super. Gekauft habe ich jetzt nicht viel. Natürlich Breze. Dann haben wir uns einen Milka-Schokosnack mitgenommen. Und so 2 Pfannen. Einmal mit Pilz und einmal mit Spinat. Weil Millet und Cihan essen die never, wenn ich nicht koche. Dann kaufe ich die halt so fertig. So Grießklößchen habe ich gekauft. Millet
lieb die in der Suppe, Emmentale gerieben. Und vom Müller habe ich diese die Nahrung hier für Silas gekauft bei Altai, das in die Hand genommen hat und nicht loslassen wollte. Aber komm, nimm ich mit. 25 Cent. Und dann habe ich mir die Golden Glow Augengelbets gekauft. Da gibt es von Annemarie Björn, wie heißt die, Burland oder wie die heißt, die sind ja teuer, die Augenmasken, und das soll ein Dupe dazu sein, muss man mal probieren. Jetzt gibt es noch ein Frühstücksmüsli, Himbeere in Apfel. Alta isst eigentlich schon die anderen Müslis auch, also er braucht diese Babydinger nicht, aber die habe ich schon mal gekauft, vor ein paar Monaten, und die isst er jetzt, so als Mittagshäppchen, Frühstück hat er schon. Was? Nein, gibt's, wenn er dann aufwacht? Was denn? Oh, der will die Kamera holen. Moment, der will die Kamera holen. Was willst du von der Kamera? Mama, ja, kriegst du. Jetzt ist Bettgehzeit? Wer ist denn in meinem Bett? Hä? Der Silas. Was, willst du Buch anschauen, ja? Wir schauen jetzt Buch an und Alta schläft, während er sein Buch anschaut. Du, ach, nochmal einen Schnuller. Okay, da, nimm nochmal einen Schnuller. Was? Ja, Silas will auch schlafen. Ja, ich komme auch. Es ist jetzt kurz vor 12. Alta macht jetzt seinen Mittagsschlaf. Was mache ich? Ich lasse mir jetzt ein Cappuccino durch und tue ein bisschen relaxen. Also ich könnte jetzt arbeiten. Er schläft so ungefähr eine Stunde, eineinhalb Stunden. Ich könnte meine E-Mails und so weiter checken, aber ich mache das nicht so. Also relax jetzt ein bisschen lieber und der Alltag geht ja Nachmittag nach Hause und dann hocke ich mich hin und mache dann abends meine ganze Arbeit. Ja, relaxen braucht man auch. Ich bereite mir jetzt mein Frühstück und mein Mittagessen vor, kann man sagen. Ich habe nicht gefrühstückt, ich habe nur die Reste von Alltag gegessen, Breze, Hummus, drauf Lachs und Rucola. Müsst ihr probieren. Lecker. Leckerste Kombi. Ich lieb's einfach. Baby, jetzt braucht Silas Aufmerksamkeit. Guck mal, das ist ein kleines Baby. Schatzi. Wir sind aufgewacht. Altai hat irgendwie Berührungsängste mit der Katze. Er will einfach nicht. Geh zur Katze, komm. Geh. Magst du gehen? Also jetzt schauen wir mal, ob es packt. Oh ja, guck mal, der mag Tiere über alles, Hunde auch, aber irgendwie berühren geht noch nicht. Tu mal streicheln, komm, hat du gesagt? Der schaut nicht mal die Katze an. Ei. Altai, wo schaust du hin? Altai. Ei. Nee, sag nee, ich schau's lieber von Weitem an, gell? Ja, komm. Komm jetzt, der will nicht in den Aufzug zum Buch. Altai, wir müssen aber in den Aufzug. Altai mag keine Aufzüge. Nein, der mag überhaupt nicht. Altai mag auch keine. Also ja, okay. Altai, was machst du da? Der will fahren, aber ich habe kein Kleingeld, Maus. Komm, gehen wir zuerst wechseln. Milay total ratlos. Ich hab eine Dönerbox. Nö. Du wolltest zum Wolf. Also geht's zum Wolf. Nein. Nein. Nö. Nein. Nein. Ich glaube, Altai auf den restlichen Tag. Ah, okay, also dann kriegst du es. Also nimm Altai. Kannst du meine Jacke drunter nehmen? Toll. Altai nehmen ist leichter, die Jacke ist so schwer. Er haut ganz deinen Kopf an. Ja, nimm ihn. Jürgen, komm, wir gehen Döner holen. Gell? Du musst ihn ablenken. Nimm ihn einfach. Ah, schau mal, da ist ein Pferd. Komm. Gell? Ja, der nimmt jetzt auf. Ja, darf er auch. Ich muss nur noch Geld wechseln. Dann darf er es, gell? Ja. Lauf mal mit Halla, komm. Also diese Schuhe mag ich ja gar nicht. Ich muss ihm was anderes kaufen. So richtige... Ja klar, so richtige Laufschuhe braucht der Junge. Bitte seh nicht das Pferd, bitte seh nicht das Pferd. Er hat das Pferd gesehen. Guck mal, da drüben ist auch ein Pferd. Gell? Geh. Komm. Guckst du? Jetzt macht's Spaß, gell? Jo. Was kostet Dönerbox? 6 Euro. 6 Euro. 3 Euro oder so?
Aber ich kann mich an die Zeit gar nicht erinnern, weil ich da so klein war, da konnte ich noch nicht denken. Genau. Wahnsinn. Wie viel hat Döner gekostet für heute? 3,50 Euro oder 3,90 Euro. Jetzt kostet Dürüm 8 Euro schon mittlerweile. Also mit dem Kind rausgehen macht keinen Spaß mehr. Der haut dir ab. Jetzt geht's. Ich glaube, ich gehe jetzt mit ihm schnell Schuhe schauen. Ich muss gehen. Alter, verabschiedet. Jetzt muss ich Küche sauber machen. Gian hat selber gekocht heute. Er macht immer seine so, diese chinesischen Nudeln mit Sahne und Mozzarella und Käse und so weiter. Ja, und dann war er so stolz auf sich, wo er gesagt hat, Gian, du hast aber super gekocht. Genau. So, jetzt erstmal Küche sauber machen. Oh, meine Spülmaschine ist voll. Ich hasse Spülmaschine ausräumen. Ich mein's ernst, ich hasse es. Einräumen mag ich, aber ausräumen nicht. Ich glaube, das ist meine Frau zu üblich. Kann das sein? Keine Ahnung, bei mir ist es auf jeden Fall so. Höre ich auch von vielen aufgeräumt. Aber jetzt koche ich. Und zwar für mich. Mlay hat eine Dönerbox gegessen. Und für mich gibt es jetzt so eine Tagliatelle-Pilzpfanne. Weil viele essen es nicht. Tagliatelle-Pilzpfanne, das habe ich mir selber gekauft. Das esse ich jetzt. Ja, vegetarisch. Heute wird vegetarisch gegessen, auf jeden Fall. Was hat das Rucola jetzt auf dem Gericht zu suchen, gell? Na, ich liebe Rucola. Egal zu was. Ich habe jetzt einfach da drauf. Da kommt noch ein bisschen noch mehr drauf. So, das ist mein Gericht jetzt. Mir guten Appetit. Ich habe die ganze Tüte fast gegessen. Guck mal, alleine. Bestimmt sind es 2 Portionen. Also ich glaube nicht, dass es bloß eine Portion war. Aber ich habe es fast geschafft und jetzt bin ich voll ohne Ende. Ich habe meine AirPods hier drin, weil ich nebenzu immer, wenn ich hier arbeite in der Küche oder so, Serie anschaue, dass ich ein bisschen weiterkomme. Im Bett, wenn ich Serie anschaue oder so, schlafe ich ein. Am Tag oder am Abend habe ich keine Zeit. Genau, so sieht's aus. Okay, also das war unser Tag heute, meine Lieben. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Also danke fürs Zuschauen, abonniert gerne unseren Kanal, das Video liken und bis zum nächsten Mal. Tschüss!